Hallo Freunde und herzlich willkommen zu ein paar Runden World of Warships zusammen mit den Blackie. So, da bin ich wieder. Jawohl. Und zwar, geh mal bitte auf Profil. Profil, ja. Ja. Drück mal auf die 5. Steht ja schon, freie EP. Genau, drück mal auf die 6. Verbesserungen. Da kommen Module dazu. Ach du Scheiße. Mit Level 7 kriegen wir einen Schiffskapitän. Ach du Feldzüge. Genau, wir schalten nämlich noch ganz schön Zeug frei. Alter, ich glaube, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Das macht sich, ist auf jeden Fall interessanter gestaltet, muss ich jetzt zugeben. Ja, also. Ich weiß noch allgemein, das Szenario gefällt mir ein bisschen besser als World of Tanks, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Obwohl World of Tanks echt Spaß macht, aber irgendwie ist es dann. Da ist irgendwie die Luft ein bisschen raus. Ist es auch. So. Are you ready? Natürlich. Achso. Doch, bereit, ich habe schon. Okay, gut, dann. Das macht auf jeden Fall Riesenmenge mehr Spaß. Ja. Ich kann richtig was freischalten. Also bis Level 14 kommen wir auf jeden Fall. Und danach wird mir nichts mehr angezeigt. Ja, ich denke mal, es dürfte aber dann was schwerer werden. Bis Level 14 zu kommen. Nee, da steht das Ladezeichen von Wargaming. Ich denke mal, so weit sind sie noch nicht. Gut, ich weiß ja nicht, wie alt das Spiel ist. Das scheint gar nicht so alt zu sein. Wenn ich mir die Grafik angucke, die ist nämlich weitaus besser als die von World of Tanks. Und die sind, das World of Tanks ist 6 Jahre alt. Ja, ich google mal eben. Mom? World of... Klar, Warcraft kommt erstmal. Warships. Ja, wo guck ich am besten? Öffentlicher Test. Aha. Das Spiel wurde am 17. September 2015 für den PC veröffentlicht. Gerade mal 2 Jahre alt. Na, ja gut, da kann doch was kommen. Ja gut, hier steht ja auch, was war das? Das Version 6.4. Also das heißt, das Spiel ist noch voll in Arbeit. Deswegen kann es natürlich sein, dass da noch einiges hinterherkommt. Ja, deswegen. Einfach mal abwarten. Großes Rennen? Standardgefecht, okay, ich dachte schon. Hier gibt es ja auch verschiedene Modi, ne? Also Rennen und so ein Kram. Es gibt noch einen Teamplayer-Modus. Der kommt mit Level 13, glaube ich, oder mit 14. Eins von den beiden. Uiuiui, oh, ich freue mich mega. Endlich mal ein Spiel, wieder, das wie Battleship ist, ja? Wir fahren jetzt wieder, wie wir eben gefahren sind. Das ist nämlich dieselbe Map. Sicher, ich kann mich nicht an zwei Hügeln erinnern. Die am Ende der Map sind. Die sehen irgendwie aus, als würde eine Frau von oben nach unten gucken. Mit nur spitzen Brüsten, wie Lara Croft damals. Ja. Also nach links. Ja, wieder zwischen. Du hast ja hier auf der Minimap den kleinen einzelnen Berg. Der müsste bei dir genau vor dir sein. Ich habe hier insgesamt jetzt 5 Berge vor mir. Eine, die sehen aus wie so ein Pfeil, der auf die Insel da zeigt. Genau. Und dazwischen fahren wir durch. Also hinter dem einen. Teilkopf in dem Sinne. Alles klar, okay. Also da, wo ich jetzt gerade drauf zulenke. Da vorne hin, okay. Quasi da, wo mein Pfeilkopf hin zeigt. Also mein Schiffskopf. Ja, der zeigt bei mir direkt auf eine Inselkette. Ja, aber dazwischen durch halt. Ja. Ich gebe mal Vollgas. Auch hier finde ich die Grafik echt wunderschön, muss ich echt sagen. Auch wenn du untergehst, wenn du es mal beobachtest, du hast alles mit, das Blubbern, das Blabbeln. Ganz ehrlich, das Einzige, was ich ein bisschen hier vermisse, ist zum Beispiel den Steuermann. Den sieht man nicht. Oder allgemein, dass hier gar keine Person drauf ist. Ich glaube, dann würde das Spiel wahrscheinlich hier bei uns nicht so gut ankommen. Wahrscheinlich. Ich sehe schon den ersten Feind voraus. Ja. Ich nehme auch schon ins Visier. Nein, ich komme nicht hin. Ich schieß trotzdem mal, einfach aus gut Glück. Bin aufgegangen. Warum auch immer. Wo die landen, Alter? Der fährt mit voller Kraft, denke ich mal. Ui, da sind sie ja. Ui, plopp.
Einfach mal auf gut Glück geschossen. Ich fahre gerade auf. Ja, abdrehen, abdrehen, abdrehen. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Wohin ich mal wieder schieße? Oh, 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 nein. Ich hatte wohl gerade voll im Visier. Ja, ich habe gerade ein anderes Problem. Ich wäre gerade aufgelaufen. Ich muss einmal einen Kreis drehen. Scheiße. Mein Hauptturm ist unbrauchbar. Okay, kann ich ihn immer noch treffen von hier? Nein. Mist. Das weiß er, glaube ich, auch. Mein Schiff? Gibt es die Strömungen? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich habe sogar getroffen. Cool. Ich komme jetzt hinter dir raus. Zumindest versuche ich das. Oh, oh, ich werde auflaufen. Scheiße. Das ging nicht gut. Ich bin aufgelaufen. Echt? Ja, aber ich kann auch rückwärts fahren. Immerhin. Ich muss Abstand zum, zu der Insel nehmen. Vielleicht kann ich hier so noch was reißen. Oder? Oh, ich habe sogar einmal getroffen, cool. Und ah, schade. So, muss ich drehen, okay. Den treffe ich nicht. Okay, ich habe genug Abstand gewonnen. Jetzt kann ich im Schneckentempo vorausfahren. Nein. Na, alles fit? Du rast gleich auf die Insel zu, mein Freund, mit der Schnauze. Ja, ja, ich weiß, ich sehe es, ich sehe es. Ach, du bist raus? Ich bin raus, ja. Ja, von vier Schiffen auseinandergerissen. Ja, ich fahre gerade auf die zu. Da vorne siehst du mich, wenn du nach rechts guckst. Ah, da bist du ja. Ich muss mehr drehen. Aus irgendeinem Grund bewegt sich die der Carolina nicht. Ja. Ich sehe es, ob die nicht. Ne, du meinst. Der am Anfang, den wir abgeknallt haben, ne? Das ist die 6,4 Kilometer von dir entfernt ist gerade. 6,3? Das Schiff bewegt sich nämlich irgendwie überhaupt nicht. Feuert zwar mittlerweile, aber die bewegt sich nicht. Welche ist das genau? Das ist genau die.
genau dir gegenüber quasi jetzt, wenn nach. Also der das Schlachtschiff. Genau. Okay. Inventarius. Escarina. Feueralarm. Genau auf das, was du jetzt schießt. Ja. Bewegt sich kein Millimeter von der Stelle. Ja, weil es ist ein Schlachtschiff, ne? Die hält verdammt viel aus. Die trifft auch gut, das ist das Problem. Ja, die hat Adi-Bonus. Du wirst von drei Schiffen auseinandergerissen. Ich weiß, weil unsere Kollegen ja so schön nichts tun irgendwie, habe ich das Gefühl. Einer hängt in der Base rum. Der eine hängt nur in dieser scheiß Base rum. Aber ich habe auch einen schlechten Platz jetzt gehabt. Ja. Naja, zurück zum Hafen. Richtig, zurück zum Hafen.